So, weiter geht's auf dem Weg zu unserem Blueprint und dann wollten wir noch ein paar weitere Nebenmissionen machen, damit wir... Oh, was ist hier los? Okay, netter Versuch. Nicht mit mir. Damit wir dann die Haupthandlung weitermachen können, ohne gleich zu sterben. Das liegt auf dem Weg. Das liegt auf dem Weg. Das liegt aber nur wirklich auf dem Weg hier. Können wir da... Wie? Ich schick dir mal Malware. Mit Absicht. Ein Demon von Bad, dem Netrunner, dem wir helfen. Dafür musst du das Subnet eines Megagebäudes hacken und diese Dateien hochladen. Infos anbei. Okay, da oben steht irgendwo noch einer. Yes! Okay. Guti, dann wollen wir mal gucken, dass wir alles eingesammelt kriegen hier. Neun Street Creds, sehr gut. Okay. Mal gucken, was haben wir für einen Levelaufstieg hier? Itemherstellung 5, Reflexe. Wir sind tatsächlich auf Handfeuerwaffen 6 jetzt. Kann das sein? Dann müssten wir. Ja, müssen wir hier tatsächlich. Achso, gibt nicht genug Attributspunkte. Erhöht Schaden mit Pistolen um 3%, 5%. Das ist die Nachladezeit. So, da ich momentan hauptsächlich nur mit Pistolen arbeite, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee hier. Dann müssen wir demnächst... Handfeuerwaffen 6, ja. Dann müssen wir demnächst... Reflexe steigern, wenn wir den nächsten Level haben, damit wir weiter aufsteigen können in Handfeuerwaffen. So. Hier unten sind noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Das ist wieder einer, den wir gerettet haben. Sehr schön. So. Und noch zwei. Die haben erstmal ein bisschen ein Trauma. Oh, da hinten liegt noch was. Gut, jetzt haben wir alles eingesammelt, was sie gedroppt haben. Nehmen wir doch mal das Auto hier. Warte mal, da lag noch was. So.
Ah, nee, lassen wir uns mal nicht von jedem blinkenden Punkt auf dem Bildschirm ablenken, an dem wir vorbeifahren. Auch nicht von dem. Die immer mit ihren Straßensperren hier. Okay, gucken wir mal. Aha, geht hier runter. Okay. Okay. Schlüsselungsbau, Antennen auflassen. Okay. Mission abgeschlossen, sehr schön. Also diese Maelstrom-Wumme, die hat es ganz schön in sich, sage ich mal. So, schauen wir mal. 55 E9 55 E9 1C, okay. E9 1C. Mal gucken, was hier oben ist. Okay. Da hinspringen? Ich glaube eher nicht, wa? Gut. Gucken wir mal, wo wir jetzt hin wollen. Hier, Gefahrmittel.
Okay, so ein VW Golf ist zwar nicht schlecht, aber die Mitsutani ist besser. Können wir hier rüberfahren? Können wir hier abkürzen? Level, sehr gut. Level ist sehr gut, weil das heißt, wir können endlich unseren Reflex-Skill erhöhen. So, schauen wir mal. Gucken wir mal auf Handfeuerwaffen. Könnten wir das natürlich. Wildwestgeschick. Nachladezeit. Kritische Treffer erhöhen. 25% schneller ziehen oder wegstecken. Erhöht den Schaden mit Pistolen und Revolvern bei Gegnern, die mindestens 5 Meter weit weg sind, um 15%. Das klingt auch gar nicht schlecht. Okay. Gucken, können wir hier irgendwas Neues machen? Beim Zerlegen mehr Zeug kriegen. Okay. Das machen wir mal. Weil wir haben jetzt wieder jede Menge zum Zerlegen, glaube ich. 72. Was ist das? So. Okay, dann wollen wir das mal alles auseinanderbauen hier. So, dann gehen wir in Inventar. Ach so, haben wir hier noch so einen. Gut, und dann wollten wir das hier wegmachen. 31,2 Polyamid Overall. Overall ist nicht so schick, aber ziehen wir mal die Jacke an. Das passt besser. Und hier wollten wir auch irgendwas anderes. Ugh. 16, 8, 11, 10, 10, 10. Toll, jetzt müssen wir die Maske anziehen. Weil die die beste ist. Improvisierte Maelstrom-Gasmaske. Zeit, dass endlich das hier fertig wird. Die sieht sehr gut aus und erhöht die Panzerung auch noch. So, jetzt passt die Hose natürlich nicht mehr dazu. Aber wir haben gleich eine bessere, die dazu passt. Die zumindest besser dazu passt. So. Haben wir auch bessere Schuhe, die dazu passen? Sneaker. Naja. Und das hier 33. Oh, scheiße.
meine Trickster-Weste ist überholt. Das ist sogar 32. Robustes Cutout-Tanktop. Gucken wir mal, wie das aussehen würde. Naja, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Das hier sieht auch nicht so schlecht aus, aber das hatte schon was hier mit der Weste und dem Hemd. Aber was soll's. Besser geschützt ist besser geschützt. Es sei denn, ich würde das hier jetzt aufwerten. Gucken wir mal, ob wir das upgraden können, ob das überhaupt was bringt hier. Das würde mich schon auf 31 bringen dann. Wenn wir das zweimal machen, dann auf 34. Oh, 38. Ja, nee, 38 geht nicht. Dann ist das schon wieder besser, ne? Yep. Sehr gut. Was haben wir hier noch für Hüte? Einen, Verkehrsschutzhelm, okay, der aber nicht besser ist, und ein Samurai-Helm oder sowas. Okay, Kabuto mit Stahl. Naja. Gut. Naja, ich meine, jetzt sehen wir aus wie einer von den Tiger Claws, ne? Irgendwie. Aber was soll's. Itemherstellung. Es gibt einen neuen Vorteil? Nee. Okay, wo haben wir meinen... Ach, nehmen wir mal ein Motorrad hier. Und gucken, wo der nächste Platz ist, wo wir hin können. Okay. Was? Okay. Warte mal, da liegt noch einer irgendwo hier.
So, schauen wir mal. Hier. Ah, das ist mein Moped. Okay. Akira Bike. Das ist so aber die falsche Wumme hier, ja. Die brauchen wir. 118, wow. So, minus 0,02 Sekunden Zeit fürs Zielen und plus 1,80 Meter Reichweite, 1,97 Meter Reichweite, 1,95 Meter Reichweite. Das ist, glaube ich, besser. Ja. Da ist eine Sackgasse, okay. Okay. Jetzt bloß wüsste, wo ich mein Moped hingestellt habe. Oh. Da sind auch noch welche. Oh, das sind... Okay.
So. Ah, das waren Konzernleute, okay. Von Arasaka. Sorry auch. Hey, hey, kleiner Job für dich. Maelstrom hat den Mandalorian-Van geklaut und in einem ihrer Verstecke geparkt. Geh zu der Adresse anbei und hol den Splitter aus dem Van. Soll heißen, du beklaust ein paar Diebe. Mehr Infos findest du im Anhang. Gefahr hoch, okay. Das mache ich mal noch nicht. Gehen wir mal lieber hier hin. So. Kommen die jetzt hier raus und... Ich meine, ich könnte mein Auto rufen, ne? Aber... Okay. Das hier. Drohne. Eine ziemlich fette Drohne. So, schauen wir mal im Inventar, ob da irgendwas Neues ist. Ja, neue Jacke natürlich. Ich meine, das hat natürlich auch irgendwie was, aber ich weiß nicht. Und hier Marble-Schusswäsche mit Titanschicht. Aber ich bleib mal. Das 31-34 alte Maelstrom-Feldjacke. Hm. Burn, Corpo, Shit. Okay. Die ist natürlich besser als hier mein Sakko aus Polyamidmischung. Und die drei sollten wir auf jeden Fall nicht auseinanderbauen, sondern verkaufen. Okay. Cyan Cowboyhut. Nein, danke. Das können wir auseinanderbauen. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. 108, da siehst du, langsam kommen die im Preisbereich, wo sich das Verkaufen lohnt. 105, okay. Sehr schön, und haben wir hier auch was gefunden? Nein. Okay.
Dann gucken wir mal in den Rucksack, ob wir ein paar Junk-Items auseinanderbauen können. So, die Ohrringe verkaufen wir natürlich. So, was haben wir hier alles? Plus 3 Meter Reichweite. Kriege ich das hier in eine von denen eingebaut? Nee. Ein 1,97 Meter ist besser. Und hier... Das ist alles in Ordnung so. Lassen wir das so. Gut. Tja, dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Schauen wir mal beim nächsten Mal. Ich glaube, ich werde weiter versuchen, Level aufzusteigen. Ich könnte das natürlich überspringen und nicht uploaden. Wenn ihr lieber Handlung weitersehen möchtet, dann schreibt einen Kommentar. Und ansonsten like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und subscribed!